Mensch ist auf jeden Fall zur Kooperation geboren. Ohne die Fähigkeit zu kooperieren, hätten wir es nicht ins Heute geschafft. Die Fähigkeit zu kooperieren war dafür verantwortlich, dass wir in der Gruppe überleben konnten. Und die Fähigkeit zu kooperieren ist auch heute noch dafür verantwortlich, dass es mehr friedliche als kriegerische Zeiten gibt. Und ohne die Fähigkeit, tief in uns drinnen zu spüren, ja, würden wir uns wahrscheinlich die ganze Zeit die Schädel einhauen. Kooperative Strategien setzen sich zwischen Menschen dann durch, wenn das Ende deren Interaktion nicht absehbar ist. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wann sehe ich den Menschen das nächste Mal, sondern davon ausgehe, den Mitmenschen immer wieder zu treffen. Dann zahlt sich Betrug nicht aus, weil das natürlich dann meine Nachrede beeinflusst. Dann beginne ich zu kooperieren, mache freundliche Angebote und es kann ein sehr schönes Miteinander entstehen. Gefährlich wird es, wenn man weiß, so, jetzt beginnt schon langsam das Ende unserer Kooperationsphase sich einzuläuten. Wer dann als Erster im Grunde alles nimmt und nichts mehr gibt, hat seinen Benefit maximiert. Nicht kooperative Systeme sind meistens ein ganz kleiner Bestandteil von kooperierenden Systemen. Es sind die Inseln, wo sich die paar Betrügerinnen und Betrüger gefunden haben und ihr mieses Spiel treiben sozusagen. Aber der Großteil, die überwiegende Mehrheit bleibt eigentlich im Kooperieren, weil es finden einander die zur Kooperation bereit sind. Die, die das nicht wollen, spielen dann so und so nicht mit. Das sind die Spielverderber, die man vielleicht schon aus den Kindergruppen kennt. Ja, die werden dann irgendwann ausgeschlossen, die sollen machen, was sie wollen. Die, die spielen wollen, können gerne an jedem Spiel teilnehmen und so ist es auch beim Kooperieren. Anführer können in der Gruppe überhaupt nur dann bestehen, wenn sie zeigen, dass sie bereit sind zu geben und sind die ersten Diener der Gruppe. Anführer haben ganz klare Aufgaben, sie müssen für Frieden sorgen, sie müssen neue Futterplätze finden, Ressourcen heranschaffen, Kunden bringen und sie müssen schauen, dass das Team, die Gruppe an sich funktioniert, weil nur dann duldet das Team eigentlich die Privilegien, die sie dem Anführer zugesteht.